gehakt oder Hecht? Ich habe jetzt mal den Köder gewechselt. Ich habe jetzt mal so einen 18 Gramm Tobi-Blinker dran. Ich glaube, es ist schon wieder Hecht jetzt. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, der hat es jetzt wieder gebracht. Vom Ufer, keine, ja, weiß nicht, 30 Meter draußen an der Kante. So, wieder draußen am See. Viel zu schön, natürlich wieder Sonnenschein, bisschen bewölkt, aber kein bisschen Wind. Spiegelglatter Ententeig, könnte man sagen. Ja, versuchen wir mit dem Polar Magnus, ein Spirulino. Servus Angelfreunde, Kajakfischer oder diesmal Uferangler. Jockel von Jagdspirit. Ich bin wieder am See beim Seeforellenfischen. Momentan noch beim Seeforellenfischen vom Ufer aus, ja. Die Bootsaison fängt erst am 15.04. an, das heißt vom 1.03. bis 14.04. Müssen wir hier am See, am Ammersee, vom Ufer aus angeln oder dürfen, können, wie auch immer. Und ja, ich versuche es jetzt wieder mal heute. Eigentlich ein Traumtag, wieder viel zu schön zum Seeforellenfischen. Aber es ist ein bisschen Wind, ein bisschen Wellen am See, vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Ist zwar sonnig, 12 Grad. Naja, das ist einer meiner Touren heute. Und ihr könnt mich gerne begleiten in dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mein Video zum Seeforellenfischen am Ammersee. Ich weiß nicht, wie oft ich rausgehe. Ich schneide einfach ein paar Clips zusammen. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es kommen ein paar Fische in Kescher rein. Ich weiß es nicht. Naja, so schlecht wird es nicht werden. Ich habe ein paar gute Leckerlis dabei. Gute Köder. Also ich denke, da könnte schon was gehen. Ja, richtig frisch ist eigentlich der Wind jetzt hier. Wenn ich gleich in die Fluten gehe, wollte schon die Jacke im Auto lassen, aber gut, probieren wir es halt einmal. Also, sehen uns jetzt gleich am Wasser dann. Bei auflandigem Wind sehr schwer jetzt. Den Wulli-Bagger dort. Aber nach etlichen Jahren nicht fliegen fischen ist es jetzt gar nicht mehr so leicht, den Dreh irgendwie rauszufinden. Ich bin ja eh kein Fliegenfischer, ich bin mehr so ein Hobby. Hobbyfliegenfischer, der sich das irgendwie selber beibringt. Einfach versuchen, machen und versuchen. Ich komme halt nicht weit genug raus. Es liegt an meinem Wurfstil. Und am Gegenwind natürlich. 11 Uhr, 1 Uhr. Ich komme nicht weit genug raus. Ja, jetzt war ich eine Stunde lang draußen. Mit der Fliegenroute habe ich es versucht. Einige verschiedene Fliegen hin oder Streamer, aber ist nichts gegangen. Jetzt gehe ich zurück zum Auto, wechsle mal die Route und versuche es mit Spirulino bzw. mit Blinker oder Stickbaits. Aber der Wind lässt nach, wird Mittagszeit ist jetzt wird schon wieder schwieriger.
Naja, man muss ja alles versuchen. Ja, ich bleibe dran mit der Hoffnung, dass es heute noch einen Fisch gibt. Ich glaube, einen müsste man schon noch keschern können. Vielleicht nachmittags zieht der Trupp hier vorbei. Wird schwierig, weil der Wind soll auch nachlassen. Also in dem, naja, probieren wir es. Ja, der Meister Biber war auch unterwegs. Gute Arbeit geleistet. Nicht schlecht. Zu meinem Tackle, was ich dabei habe heute. Ich fische vom Diver die Route Ninja in 2,40 m, 10 bis 30 Gramm Wurfgericht mit einer Rolle von Okuma, die Safina Pro Spar 40. Ja, da habe ich eine 21 geflochtene Schnur drauf und mit Fluorcarbon 31er noch vorgeschaltet. Super Route, voll zufrieden. Fehlen bloß nur die Fische. Ja, jetzt mache ich ein kurzes Päuschen. Teepause wieder. Und dann geht es gleich wieder weiter in die Fluten. Bis jetzt noch kein Fischkontakt. Ja. Geht halt nichts. Direkt von mir ist jetzt eine Seeforelle hochgekommen. Der hat sich irgendwas geschnappt von der Oberfläche. Das ist ja heiß. Meter hier vor meinen Füßen. Die sind also gar nicht so weit draußen. Ah, da hinten sieht man es vielleicht an der Oberfläche, sind anscheinend kleine Brutjungfische. Die werden gejagt. Ja. Ja, da steigen welche. Oh, da muss ich jetzt gleich hinwerfen. Vielleicht geht was. Aber die werden sich auf die Jungfische eingeschossen haben. Schauen wir mal. Aber die sind da. Also es ziehen Trupps entlang. Wahrscheinlich wäre jetzt Blink oder anderer Köder besser. Zu meinem Spirulino. Ich fische ein Spirulino so, dass ich ihn nur noch einhaken muss an den Wirbel oben am Karabiner. Ich habe hier fertige Montage einfach, die hänge ich ein. Am unteren Teil dann mein langes Vorfach. Und wenn ich wechseln will, dann hake ich den Spirulino aus und kann dann so mit anderen Kunstköder, Blinker etc. weiterfischen. Also ich hänge den Spirulino bloß fertig mit der Montage hier ein. Das taugt mir am besten. Habe auch mein Spirulino entsprechend modifiziert. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich mal, wem es interessiert. Das ist meine Lieblingsmontage so. Ja, meine Leckerlis, die ich immer dabei habe hier. Ich weiß nicht, vielleicht wechsle ich nachher mal zu so einem Tobi-Blinker. Könnte natürlich heute auch laufen. Weiß ich nicht. So kleine Spinnmets sind eigentlich auch nicht schlecht an manchen Tagen. Die laufen manchmal auch ganz gut. Ja, Perlmutt könnte ich am Spirulino noch hinhängen. Das wäre noch eine Option. Ja. Manche Blinker modifiziere ich auch. Hier habe ich mal ein Auge drauf geklebt. Als Eyecatcher. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, sind diese gebogenen. Bis jetzt nichts gefangen. Entweder laufen die nicht bei uns am Ammersee oder keine Ahnung. Geht nichts. Naja, der blaue, das ist schon eine super Waffe, Erfolgsköder. Naja, jetzt versuche ich es aber noch eine Weile mit dem Spirulino und dem Polar Magnus. Spotwechsel. Ein Fisch möchte ich jetzt schon noch keschen. Ah, die Schaufenster da aufmachen. Jetzt bin ich 4 Stunden am Wasser. Ich weiß nicht, wie viel 100 Meter ich raufgegangen bin, am Ufer entlang, geschmissen, gefühlt 1000
Würfe, nicht ein Fischkontakt, nichts, kein Nachläufer, nichts. Ist brutal. Ich habe gedacht, heute geht was, aber jetzt mache ich noch eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde und dann ist Feierabend. Ein Traumwetter, super wäre es jetzt eigentlich, aber es geht nichts. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, was sollen wir machen? Ich versuche es jetzt nochmal. Gib alles. Handy da, weil dann machen wir schon einen kleinen Snapshot, machen wir doch, oder? Ja, Petri, aus Land. Wetter, ja, bewölkt, trüb. Vielleicht geht was heute. Bis später melde ich mich am Wasser. Ja, bin wieder am See, am Ammersee, am Seeforellen fischen. Heute probiere ich es mal mit Spirulino und länger am Vorfach und ja, mal einen Wulli-Bulli probiere ich jetzt mal. Wir schauen, das Wetter ist schon wieder zu schön, Sonne da, Temperaturen sollen heute bis 13, 17 Grad sein. Naja, schauen wir mal. Vielleicht geht ja was. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, was soll ich sagen? Nichts geht. Ich bin über eine Stunde draußen. Weiß nicht, wie viele Würfe ich schon gemacht habe, aber kein Fischkontakt. Geht einfach nichts. Werde ich dann vielleicht umschwenken auf Blinker oder mit der Fliegenroute vielleicht ein bisschen was, aber ist ja auch kein Nachläufer, gar nichts zu sehen. Deswegen mit der Fliegenroute wird es wahrscheinlich noch schwieriger werden. Man sieht nichts, kein Nachläufer, nichts. Ein bisschen Wellengang wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn nichts geht, was willst du machen? Thank you.
Ich glaube, das ist fast gehakt oder Hecht. Hä? Ah, Hecht, oh mein. Ein Hechtel. Jetzt bist du ein Wahnsinn. Ein Hechtel. Kein schlechter. Servus beieinander, Angelfreunde. Bin wieder am See, am Seeforellenfischen. Und was gibt Schöneres am Freitagnachmittag nach Feierabend das Wochenende einklingen lassen mit einem kurzen Angeltörn bei so einem Wetter? Es ist später Nachmittag, 17 Uhr. Und jetzt nutze ich noch die Abendstunden, mache hier ein paar Meter am Ufer entlang und mal schauen, vielleicht geht was auf Seeforellen. Bis jetzt habe ich noch keinen Nachläufer, keinen Fischkontakt, nichts gehabt, aber ich probiere es weiter. Muss man einfach ausnutzen, das Wetter jetzt. Es ist einfach zu herrlich. Doch ein Traum. Naja, versuch's weiter. Vielleicht geht noch was. Ich habe jetzt mal den Köder gewechselt. Ich habe jetzt mal so einen 18 Gramm Tobi-Blinker dran. Mal schauen, vielleicht geht der besser. Vorhin habe ich so einen bronzefarbenen genommen, weil ich gedacht habe, die Lichtverhältnisse, vielleicht ist der besser, aber naja, wir müssen bloß den Trupp erwischen, der vorbeizieht. Das A und O. Bleibe noch eine halbe Stunde, mache ich noch. Am Steg sind drei. Rechts neben mir ist noch ein Uferangler. Naja, schade, es ziehen keine Trupps vorbei heute. Oder ich habe es verpasst, oder die sind zu weit draußen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon wieder Hechtbiss. Das ist Wahnsinn, ne? Fühlt sich so wie Hecht. Ja. Ein Hecht wieder. Hecht, genau. Ja, der hat es jetzt wieder gebracht. Vom Ufer, keine, naja, weiß nicht, 30 Meter draußen an der Kante. Na, Hechterl. Zweite Hecht in der Saison.